Es wird langsam Abend auf Silver Ridge Peaks und ich bin immer noch mit dem Low Level unterwegs, gerade mal Stufe 4. Und mit dem Basic Setup und ohne Skills geht's jetzt langsam in die Nacht und ich bin gespannt, was wir da finden. Also marschieren wir mal los, gehen langsam, einfach mal in Richtung Westen, denn wir sehen ja hier unten gerade, der Wind kommt uns quasi entgegen. Nach hinten in Richtung Osten, da geht jetzt der ganze Mief, also unser Geruch hin. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hier in die Richtung mit unserem Anfänger-Account und legen los. Ich habe immer noch, schon ein recht vernünftiges Setup zusammen. Dadurch, dass ich eben ein paar DLCs habe, sind das doch schon ganz vernünftige Waffen auch. Ich habe jetzt zuletzt auch noch eingekauft, sämtliche Munition erstmal aufgefüllt, damit man eben auch hier, erstmal direkt in Deckung, was Vernünftiges erledigen kann. Und im Livestream hatten wir ja, eigentlich alles schon gekauft und die erste Tour gemacht. Also so viel habe ich von der gesamten Map. Das ist alles, was ich aus dem Game bisher gesehen habe. Also einmal hier lang und dann hier rum. Und ich wollte eigentlich gleich hier in Richtung von diesem See gehen. Aber das sieht doch auch schon ganz gut aus. Ich habe noch keinerlei Lockmittel. Ich habe noch gar nichts. Das heißt, wir laufen jetzt hier gleich einfach nur rum und machen schön auf Sicht sozusagen. Alles, was wir sehen und was sich irgendwie lohnt, nehmen wir natürlich mit. So, oh, da ist er. Da ist er. Das ist auch gut. Gute Entfernung. Die Waffe ist ausgerüstet. Ranzoom. Bleib stehen. Nein. Auf der Flucht. Ob das gereicht hat? Er ist gerade weggedreht. Ich vermute nicht. Er hat sich gerade... Wahrscheinlich hat es nicht gereicht. Ah. Hat der mich gesehen? Könnte natürlich sein, ne? Mann. Ich bin gespannt. Von der Ausrüstung her, momentan bin ich, wie gesagt, relativ easy unterwegs. Dadurch, dass wir hier auf Silver Ridge Peaks nur... Ja, gut, man könnte nach oben, also die ganz schweren und die ganz kleinen, wenn ich die wegschneide, reicht mir eine Waffe. Und wir haben hier Vierer bis Achter sozusagen. Vierer bis Achter Munition sollte reichen. Wir gucken mal eben rein. Und wenn wir auf der hier sind, ist es noch so ungewohnt, ne? Das ist immer das Gewohnte. Vierer bis Achter, das ist hier die Eggers 3006 und die hat eben genau 4 bis 8 als empfohlene Klasse. Ne? Sozusagen die Munition ist dafür geeignet. Auf 150 Meter ist die quasi jetzt genullt sozusagen. Die Nulldistanz habe ich auch noch nicht geskillt. Da kommen wir dann irgendwann hin. Und ja, damit klappt das eigentlich ganz gut, denn damit kriegen wir die Bergziege, Dickhornschaf, Gabelbock, alles hier weg. Puma passt mit rein, Maultier hier, Schwarzbär bis zum Wapiti kriegen wir hier eben alles geschossen. Und dann gibt es hier noch den Prairie Bison. Dafür brauchen wir eine Neuner, die Neuner-Klasse, also eine passende Munition. Zum Beispiel das hier, 4 bis 9. Und dann brauchen wir natürlich für den Truthahn, den ich jetzt im im Livestream schon gejagt habe. Da gehen wir jetzt hin. Dafür brauchen wir die Einser-Waffe. Und da habe ich die Virant. Wie gucken wir denn hier? Die Tasten sind noch ganz ungewohnt. Ich war so lange nicht im Game. Aber das ist es. Die Virant, jawohl. Licht mit L. Alter. So. Ich glaube, Licht verscheucht immer noch nicht. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sollte das so sein. Und wir brauchen das natürlich auch, um Spuren sehen zu können. Ne? Ohne die Lampe sehen wir dann auch irgendwann keine Spuren. Deswegen wird es natürlich auch gerade nachts besonders schwierig. Und gerade eben für so einen Anfänger-Account, wo noch keinerlei Skillpunkte drin sind, wird es eben noch mal schwieriger,
hier überhaupt irgendwie was zu entdecken. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf und wir suchen. Und guck mal da vorne. Da haben wir auch, hoppala, da haben wir auch schon Schritte. Aber das ist wahrscheinlich noch von dem Hirsch gerade, der abgesprungen ist. Alter, direkt vor mir. Direkt vor mir. Und ich wollte gerade noch sagen, ich bin jetzt gerade ein ganzes Stückchen gelaufen. Aber offenbar ist er weg, aber er ist doch noch da. Und jetzt muss ich richtig vorsichtig sein. Wir haben hier einen kleinen Hügel. Und ich werde jetzt so ein bisschen versuchen, um den Hügel herumzugehen. Und dann gucken, dass wir den kriegen. Das wäre natürlich richtig nice. Und vielleicht sind es auch noch mehr als nur einer. Ein Truthahn und dann direkt noch einen hinterher. Das wäre doch super. Gerade für den Anfang sind natürlich die Vögel auch sehr angenehm zu schießen, weil es zum einen natürlich sehr viele sind und, naja, man kriegt die auch eigentlich immer ganz gut weg mit einem Schuss. Auch wenn man die so nur so halb trifft, dann lohnt das. Man braucht allerdings auch eine Waffe mit Munitionsgröße 1. Also geeignet für 1er, die Munition. Oh, der ist ganz close. Guck mal, wie schlecht noch meine Markierung ist, ne? Hier wurde er angezeigt mittig und er war da hinten. Er läuft aber hier rüber. Das heißt, ich bleibe jetzt hier in Deckung. Er läuft vom Gefühl her jetzt gerade hier links rüber. Ich bleibe hier in Deckung und wir versuchen aus der Deckung raus. Vielleicht kriege ich hier gleich was gespottet. Das wäre natürlich tipptopp. Extrem schwierige Situation, wollte ich gerade sagen. Denn ich pirsch mich hier die ganze Zeit übelst scharf klein an. Zack. Und damit haben wir ihn. Perfekt. Da liegt er. Alter. Ganz, ganz, ganz schwierig. Stück für Stück vorgepirscht, weil ich ja keinerlei Deckung hatte. Über die Hügel langsam rüber. Perfekt. Und hier an der Straße lungert er rum. Kannst du dir ja nicht ausdenken, ey. Mann, 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 Mann. Eben noch weiter gucken, ist noch vielleicht ein anderer hier. Aber es ist nichts aufgeflattert. Es hat sich nur der Bär da hinten wieder gemeldet. Aber auch sonst nichts weiter. Am Waldrand auch nichts weiter zu sehen. Das war jetzt schon ein bisschen tricky. Einfach dieses super langsame Anpirschen. Und dann eben, wir sehen es ja unten, dieses halbe Auge. Jetzt ist man ein bisschen in Deckung. Aber dieses halbe Auge, man ist ja doch recht gut zu sehen. Gerade als Anfänger, ohne Skillpunkte verteilt, rennst du hier einfach rum. Ja, und bist einfach super schnell zu sehen. Und die Tiere hauen eben auch schnell ab. Bäm, Silberwertung. Das ist doch mal was. Sehr schön. Also, Silberwertung. Wir haben alles erreicht. Es gibt 1000 Geld dafür. Es heißt einfach nur Geld. 1078 Geld. Das ist richtig nice. Jawohl, in die Brust getroffen. Auch tipptopp. Der nächste Gubbel. Sehr schön. Truthahn. Silberwertung mitgenommen. Das ist halt wichtig. Erstmal Silber machen. Und das ist auch eigentlich das Gute bei den Vögeln. Die sind immer ganz nice vom Silber. So, jetzt aber Wegpunkt. Wegpunkt setzen. Warum setzt du ihn hier? Wegpunkt entfernen. Hier. Ah, okay. In die Richtung. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Denn wenn wir jetzt auf die Map, auf den Kompass gucken. Der Wind kommt immer noch aus Westen. Und ich will ja hier runter. Das heißt also, alles, was in die Richtung dann ist, ist schon im Mief. Das heißt, ich laufe jetzt schon in die Richtung, damit ich später mehr in die Richtung schießen kann und der Wind quasi mir entgegen ist. Also, jetzt einen großen Bogen laufen. Ich laufe jetzt hier einmal die Runde sozusagen und gucke dann hier rüber, ob hier irgendwo Trinkgebiete sind.
denn das ist für den Start eben auch immer sehr angenehm. Die Tiere stehen am Wasser, stehen still, rennen nicht großartig rum und wir können uns die gesamte Szene erstmal genüsslich angucken. Präriebison auf dem Weg zum Wasser. Die nehmen wir aber nicht mit. Ich laufe gerade auch normal. Also normales Lauftempo, nicht zu viel Krach machen. Das heißt, wir verscheuchen natürlich hier auf dem Weg dahin etwas. Und gleich so im Bereich hier, na, jetzt haben wir hier, ja doch, so langsam müsste ich mal langsamer gehen. Denn wenn wir uns das hier jetzt markieren, haben wir jetzt schon, genau, 150 Meter bald erreicht. Das heißt, ich laufe mal jetzt ein bisschen langsamer. Und dann spotten wir gleich auch schon mal ein bisschen, was sich denn hier am See und um den See herum befindet. So, jetzt bin ich so langsam hier auf ja, knapp 100 Meter Entfernung rangekommen. Langsam nach vorne, leise nach vorne. Und von hier aus haben wir doch schon mal einen ganz guten Blick ans Ufer. Und das heißt, erstmal hier das Ufer abscannen. Sind hier irgendwo Spots? Aha, sind hier irgendwo trinkende Tiere? Perfekt. Und dementsprechend, ja, geht's gleich auch vorwärts. Jetzt heißt es natürlich erstmal, auch wenn es hier schon was war, erstmal weiter gucken. Denn die Frage ist ja immer, das, was man da jetzt gesehen hat, schieße ich sofort da drauf? Oder gucken wir erstmal, was es noch gibt? Und vielleicht gibt es ja dann doch noch etwas, was interessanter ist als die Gams. Wobei so eine Gams auch schon nicht schlecht war. Männlich. Stufe 4, Gams trinkend, ruhig, der Wind steht gut. Also eigentlich alles, was wir brauchen von der Entfernung her. Ich habe ja noch kein Entfernungsmesser, aber wir können ja jetzt hier auf der Map gucken. Hier unten haben wir ja hier die Markierung und diese Markierung ist, wenn wir jetzt ganz unten in die Ecke gucken, 130. Also wir sehen hier die Koordinaten und die Entfernung, also ungefähr 130, 135 Meter entfernt. Wir haben ja gerade noch in Erinnerung, unser Gewehr ist eingenullt automatisch auf 150 Meter. Das heißt also, wenn wir hier nochmal eben reingucken, Inventar, da ist es, da auf der Munition steht es, effektive Schussweite 150 Meter. Und das heißt, wir gehen da jetzt einfach mal ein bisschen wir gehen da mal ein bisschen drunter, sozusagen. Wenn wir jetzt auf den schießen, aber ich will eigentlich noch gar nicht. Noch ist er ruhig. Extrem leicht. Ich würde eigentlich gerne einmal hier rüber gucken. Über das Gewässer, über die Ränder. Denn wenn ich da jetzt schon schieße, verscheuche ich ja alles andere. Und dann kann ich auch die Spots quasi, dann muss ich einmal alles ablaufen. Guck mal, hier sieht man das schon ganz gut, ey. Hier sieht man die Schilfkante. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Aber das hier genau da oben. Ach, da hinten ist sogar nochmal ein... Da könnte man einen Hochsitz aufbauen. Auch sehr gut. Und der ist immer noch im Blick. Also auch immer noch auf entspannt in der Nähe. Und es passt auch immer noch. Der Winkel ist gut. Aber es ist erstmal nichts zu sehen von hier aus. Das heißt, ich glaube, ich werde den jetzt einfach rausnehmen, wenn ich ihn denn wiederfinde. Da ist er. Okay, steht auch immer noch schön, steht schön seitlich zu mir. Also, das macht das Ganze noch... Oh, da haben wir es doch. Unten Stufe 3. Na, da haben wir doch richtig einen Bonus. Einen richtig guten. Stufe 3 Gams. Steht leicht mit dem Rücken zu mir. Den hier wollen wir. Das ist ja top. So, und der ist jetzt nur noch um die 100 Meter entfernt. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Die Frage ist, wie schießen wir ihn jetzt? Ich will natürlich von hier aus am liebsten und am leichtesten in die Lunge natürlich rein. Wobei ich von hier aus schon fast überlege, das Herz anzuzielen. Ne? Zwischen den Beinen, bisschen drüber. Lunge. Wir schießen ja von oben nach unten. Wir sind ja auf dem Berg. Das heißt, wir könnten eigentlich auch auf das Herz gehen. Oh, warte, da sind ja noch mehr. Ich habe die noch gar nicht gesehen.
so nah rangezoomt. Guck dir das an. Hier ist ja eine ganze Gang. Aber den Dreier, den nehme ich doch mit. Jetzt hat er sich aber noch mal ein bisschen bewegt. Nee, das ist noch ein Dreier, das ist ein anderer. Zwei Dreier. Okay, ich nehme den hier. Ist da noch was? Das ist ja nice. Kriege ich vielleicht sogar zwei? Wahrscheinlich nicht. Also der Wind ist perfekt. Ihr seht, wie viel Zeit man hat, ne? Das heißt, gar nicht so hektisch hier rumrennen, sondern einfach die Zeit lassen. Ich nehme jetzt diesen hier. Also, Entfernung um die 100 Meter. Und die anderen lasse ich gehen. Ich lasse es bei diesem einen Schuss. Ich schieße auch nicht hinterher. Da kommen noch viel mehr. Oh, die rennen mich gleich um hier. Ich belasse es auch dabei. Oh mein Gott, die rennen mich wirklich um. Geh mal weg. Kannst du nicht ausdenken. Ey. Jetzt langsam reicht's aber. Ich bin gleich kaputt. Schön zwischen die Bäume stellen. Jetzt rennen sie nach da hinten. Okay. Warum der eine Schuss? Ich hätte natürlich jetzt auch hier komplett eskalieren können. Pistole raus und so und weiter drauf schießen. Aber eigentlich will ich, dass die... Hier entsteht ja dieser Jagddruck. Und damit diese Spots hier nicht verschwinden und die auch wieder kommen... will ich hier jetzt nicht komplett eskalieren und alles wegballern, sondern ich will hier einfach später mal wieder hinkommen. Vielleicht dann auch mit dem Hochsitz hier schön auf Entfernung einen nach dem anderen rausnehmen und immer mal wieder hier gucken, ob da nicht hochwertige und hochlevelige von diesen Gabelböcken sind. Wow. Okay. Der sollte aber doch immer noch hier liegen. Wir gehen da jetzt einfach mal hin. Jetzt können wir auch normal laufen. Ich glaube, hier ist gerade alles komplett eskaliert. Ja, der Bär da hinten, der hat es nicht so ganz mitgekriegt. Aber so ist das doch gut. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, hier ist jetzt so eine große Herde, die auch immer wieder jetzt hier hinkommt, dann ist das doch richtig, richtig nice, dass wir hier dann demnächst einfach vielleicht Stück für Stück dann die Gabelböcke rausnehmen können. Wo ist er denn? Wo ist er? Wir gucken mal eben. Der Anschuss, man sieht es ja hier, dieser Kreis hat ja so Zipfel. Und genau in der Mitte, wenn man das hier so jetzt als Kreuz nimmt, haben wir hier genau in der Mitte, zack, den Anschuss. Also muss das da gewesen sein. Wenn man das mal sucht, wenn man mal auf Entfernung das quasi gemacht hat. Und jetzt machen wir natürlich auch nochmal Licht an, damit wir... Guck mal, jetzt haben wir hier die Spuren. Die haben wir schon mal markiert, hier auch. Das notieren wir einfach mal alles. Aber da vorne liegt er. Hier ist der Anschuss, also nicht so ganz weit davon entfernt. Aber dann findet man auch deutlich schneller mal wieder die Tiere, wenn man mal eins verloren hat. So, Trophäe bestätigen. Silberwertung nur... Aber doch ganz gut getroffen. Ja. Ja. Hätte. Und das ist halt auch so ein Ding, was ich immer wieder mache. Und das muss ich auch wieder üben jetzt gerade. Ich war jetzt so lange nicht im Game. Wo muss ich genau hinschießen, damit ich die inneren Organe treffe? Das heißt, wo von außen? Wenn wir sagen, wir haben den hier, genau ist der Tunnel. Das heißt, ich habe jetzt quasi... So knapp eher ins Bein getroffen. Also ein bisschen zu weit rechts. Ich hätte ein bisschen weiter nach links schießen müssen aus dem Winkel. Ja. Und hätte hier vielleicht eher hintreffen müssen. Dann hätte ich möglicherweise sogar noch das Herz getroffen. Und er wäre schneller umgefallen. Aber so im Großen und Ganzen ist er ja ganz schnell umgefallen. Effizienzbonus liegt bei 100%. Also sofort umgefallen. Dementsprechend kriegen wir 1110 Geld. Jawolski haben hier einen, ja, immerhin einen Silber geschossen. Das passt soweit. Diamant ist 98,02 als Wertung. Da ist natürlich noch Luft nach oben.
Aber soweit passt das doch. Ausstopfen wollen wir nicht. Nein, wir wollen Geld machen, denn wir haben noch viel zu kaufen und viel zu lernen. Genau, jetzt kommen hier die Skillpunkte rein. 239 EP, sehr nice. Und ja, demnächst geht es dann eben weiter hier mit neuen Fertigkeitspunkten, Vorteilspunkten, nächste Level und so weiter. Das machen wir aber dann bestimmt auch im nächsten Livestream. Also, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im Livestream oder im nächsten Video. Weidmannsheil.